Kurze blonde Haare, schmal, fast schon abgemagert. Es mag auf den ersten Blick nicht jedem klar sein, wer diese Frau ist. Denn der Kampf gegen den Brustkrebs hat Manuela Schwesig gezeichnet. Monatelang musste die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Jetzt ihr erstes persönliches Statement. Es war bislang der schwerste Kampf in meinem Leben. Die letzten Monate sind auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Vor 8 Monaten habe ich meine Brustkrebserkrankung öffentlich bekannt gemacht. Mir war es wichtig, von Anfang an offen damit umzugehen. Seitdem hat mich eine Welle getragen, eine Welle des Zuspruchs, des Mutmachens. Zuspruch, den Schwesig dringend brauchte, denn die Diagnose kam ganz plötzlich. Im September 2019 tritt sie vor die Presse und erklärt, ja, ich habe Brustkrebs. Die Diagnose Brustkrebs hat mich und meine Familie schwer getroffen. So etwas ist immer ein riesiger Schock. Schwesig zieht sich erst einmal zurück. Doch als im Februar dieses Jahres die Corona-Krise auf Deutschland übergreift, ist die SPD-Politikerin wieder im Dauereinsatz. Telefonschalten, Pressestatements, die 45-Jährige managt die Krise. Und das trotz laufender Krebsbehandlung. Nach 8 Monaten kann sie jetzt sagen: Ich bin froh und dankbar, dass ich meine Krebstherapie gut überstanden habe. Ich bin wieder gesund, auch wenn es natürlich, wie für viele andere, auch für mich keine Garantie gibt. Ein Restrisiko bleibt. Genau deswegen wird Manuela Schwesig auch unter medizinischer Kontrolle bleiben.